Hey, yo Leute, was geht? Ich bin's euer Mr. Snacks Payne und heute wieder zu einer neuen Folge Foundation. Wir haben endlich neue Gebäude bekommen. Sind jetzt auch davor, eine Weizenfarm hinzustellen. Aber dafür müssen wir 75 Gold zusammenkriegen. Wir haben jetzt 38 minus Gold, weil wir 25 Werkzeuge gekauft haben, was jetzt gerade ein bisschen auf die Tasse schlägt, auf die Tasche schlägt und deshalb müssen wir mal Play drücken und ich hoffe mal, wir kommen demnächst mal schauen, vielleicht haben wir irgendwo einen Händler, der schon läuft, aber sieht nicht so aus, dass hier ein Händler ist. Das wäre jetzt, also das wäre jetzt wirklich sehr gut. Oh, was kaufst du denn Schönes? Müsste 4 Bären kaufen und 20 Bretter. So. Geht er hier? Kauf Bretter. Oh, komm. Du wolltest doch Bretter kaufen. Oder hat er das jetzt schon gekauft an einen? Okay, keine Ahnung. See you later. So. Ich hab das da aber eingestellt, oder? Genau, das hab ich gekauft. Ah, okay, Holz hab ich. Deswegen hat er kein Holz gekauft. Mist. Ich habe vergessen einzustellen, dass er das Holz kaufen kann. Aber, oder. Bevor. Ich vergesse, wir können jetzt eine Weizenfarm basteln. Weizen. Machen wir die Weizenfarm am besten. So, Bau beginnen. Und dann dürfen sie. Ah, okay. Sie geht schon mal zur Baustelle und bringt 20 Pfeffer mit. Sehr schön. Und zwei Dorfbewohner tun sie wieder bei uns niederlassen. Ja. Müssen wir halt aufpassen. Die Gebäude müssen. Oh, ist nur Aurelia. Was macht ihr denn? Glatzen kann das ist immer noch ganz allein im Haus. Ich krieg ja jetzt weibliche Unterstützung im Haus. Da würde sich Katzengandalf natürlich auch freuen. Ich war Katzengandalf, ja. So, der baut schon mal. So. Müssen wir jetzt warten. Ich glaube, ich tue die zwei auch direkt in der Weizenfarm rein platzieren, dass sie direkt losarbeiten können. Genau. Mal warten erstmal. Okay, der macht den Weg von hier. Genau, das müsste auch der Weg sein jetzt. genau, das wollte ich mal nachgucken. Ah, genau. Die Kante ist mit. So. So. Ungefähr. So, und Aufforstung auch. So. So. Die Entnahme. Müssen wir uns merken, dass hier das ist der.
Müssen gucken, wie wir das am besten mit dem Feld machen. Ich mache jetzt auch eine Markierung am besten auch hiervon. Dass ich, wenn ich dann das Feld baue, ich nicht wirklich hier reinbaue. So, unpassend. Unser Geld steigt auch ziemlich stark jetzt. Vom Handel her halt. Sehr schön. Okay, hier fehlt noch, ich sehe jetzt noch ein einziger Baum. Gut. Abbaugebiet kann man ja eigentlich wegmachen. So. Kann auch wegmachen. Brauchen wir ja nicht mehr. Ist dann noch außerhalb. Genau. So, außerhalb des Gebiets von uns. So, wie viel fehlt jetzt noch? 10 Werkzeuge und weiter auch nicht. Werkzeug, oder? Ich sehe gerade, hier fehlt noch Abbau. So. Ja, ist auch super. Ja, okay, das bauen. Aber er hat keine Werkzeuge mehr. Okay. Schade. Unser Geld steigt wirklich ziemlich stark. Wenn wir das jetzt schon können. So. Baue ich einmal auf die Bären. Das ist jetzt kein Fehler gewesen. Die Bäckerei. Bauen wir die Bäckerei am besten. Ja, das ist ein Weg. Ich überlege gerade, wo wir am Bäckerei möchte ich schon irgendwo in der Nähe des Dorfzentrum machen. Oder ich mache das erst was weiter hinten hier. Ja, wir bauen es hier. So. Ich schau mal, jetzt machen wir erstmal das hier aus. Sieht nämlich schön aus. Das müssen wir eigentlich auch mit. Genau, wir haben zwei. Ich habe schon wieder Pause gedrückt. Ich muss das unterlassen. Das ist nervig, dass ich das einfach nicht unterlassen kann. Ja, hier fehlen nur noch die 10 Werkzeuge und noch ein bisschen bauen. Hier tut schon fleißig wieder Holz anpflanzen. So, ein Feld baue ich wahrscheinlich hier so an. Aber was mir einfällt ist, wo ist denn das mal? Holzfällerlager hier. Holzfällerlager hier hinten platzieren. Das ist jetzt bloß professionell, um hier hinten alles möglich wegzukriegen an Holz. So, wir haben, kam nicht gerade die Meldung, dass ein Mensch unterwegs ist? Oder ist der gar nicht da? Ach, da ist er wieder. Also der Hauen dann weiter. So, hier haben wir komm,
Ich wette mit dir, die hält wieder kurz davor, geht die einfach in die Pause. Kurz bevor sie es fertig kriegt. Dann priorisiere ich das Haus hier. Um wirklich die um das Holz hier wegzukriegen. Nochmal gucken kurz. Das ist eh schon außerhalb. Ein Mönch bittet um meine Audienz. Was willst du denn? So, oder? Ich hab zu Paul gekriegt, bevor sie irgendwas hängen. Hier kriegen sie ihre Werkzeuge. Passt schon. Genau, wie ich gesagt habe. Die hört wieder auf. Statt einfach weiterzumachen. Wie viel Arbeit ist mir jetzt arbeitslos? 3 sogar. So, dann machen wir 2 hier. Ein hier, ein hier, ein hier. Müsste passen. Dafür müssten wir erstmal. Ah, wir haben auch noch Bäckerei, stimmt ja. Ah, dazu müssten die mal endlich. Hier. Das wird priorisiert hier. Erst das Haus. Und die. Nee, stattdessen fangen sie wieder ein Haus neues an. Und zwar die Bäckerei. Das bringt ihnen was. So. Wir tun einfach diesen Bauarbeiter hier noch zuweisen. Okay. Was? Bilhidis. Das hört sich an wie ein Zauberspruch. Wir wollten halt. Glatzen kann der wissen wir noch allein. In einem Haus. So, Gandalf, du hast es nicht so mitgebaut, oder? Irgendwie wollen die nicht bei dir sein. So, den Bau ist jetzt fertig. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Bewohner. Das steht schon mal fest. Denn das reicht jetzt überhaupt nie. Um unsere Vorhaben. Erntefeld. Das ist schwierig. Ich mag sowas überhaupt nie, wenn das total im Weg ist. Warte, das mal so. Ich muss wieder eben machen, so. Ja, hier ist Attraktivität niedrig, weil es in der Nähe vom Holz ist. Aber er muss ja nicht da bauen. Aber ich mache jetzt auf. Ich kann das so einfach eigentlich. Warte. Hab ich das auch hier machen müssen. Das wird ja aber nicht. So. Müsste genügend Anbaufläche sein, erstmal für das erste. Ja, ich weiß nicht, heute Anbaufläche so. Kein Dorf immer zuweisen. Ich sollte wieder das priorisieren jetzt. Denn da hinten haben wir es echt nötig jetzt, die Bonnet.
die Ecke kann gerne aufgeforstet werden. Das ist mir wirklich sehr egal. So, wie viele Arbeiter haben jetzt noch arbeitslos? Einer ist arbeitslos, okay. Wir tun den erstmal. Oh, ich sehe gerade. Nein, Haus hier, danke. Haus, mein Gott, so. In der Feld. Ja, okay, jetzt muss ich jetzt neu antworten, sorry. Einen haben wir noch arbeitslos. Klatzengandalf ist immer noch alleine. Also, wirklich niemand möchte. Crash ist mit einigen. Ist nur halt überhaupt. Oder wohnt der mit in dem Herrenhaus? Ich glaube, der wohnt mit im Herrenhaus. Ja. Der wird wahrscheinlich im Herrenhaus wohnen mit. So, jetzt bekommen wir. Oh, jetzt bekommen wir schon wieder 22. Minus. Sehr unpassend irgendwie. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir ziemlich viel Werkzeug gebraucht haben. Hier brauchen wir zum Beispiel 20 Werkzeuge. Also, das wird noch ein bisschen teuer sein. Aber wenn wir dann Brot haben, bauen wir hier am Markt stand einen zweiten Stand. Und dann geht's ab. Boah, hier müssen wir dann wahrscheinlich auch ein Lager bauen und sowas. Was passiert gerade nicht hier? Weil die halt. Ah, hier hinten. Okay. Haben wir den. Der tut jetzt ganz langsam hier alles wegtragen. Das soll alles mit der Ruhe machen. Holz haben wir ja genügend. Noch. Genau, der. Wow. Ja, sind bei 0 Geld wieder. Ist gut, dass wir. Das ist gut, dass wir nicht ins Minus rutschen können. Das wäre, glaube ich, unser Untergang hier. Ich glaube, ich tue auch was mal zu den Holzfäller hin, solange das hier fertig ist. Oh, hier brauchen wir auch 10 Werkzeuge. Die Werkzeuge, die fressen uns gerade richtig auf hier mit dem Gold. Eisenzähne, Werkzeuge noch drin. Da holt das niemand ab. Ja, die hat es abgeholt. Hey, 10 Holz, 10 Werkzeuge sind immer noch drin. Egal, ob es das hier gemacht hat oder das hier. Weil eher mehr wahrscheinlich das hier, also priorisieren wir das mal. So, weil ohne Mehl Befütterung. Ah, okay, 120 kostet das so viel haben wir nicht mehr. Wir haben ja einiges an neue Bewohner bekommen. Aber das müssen wir erstmal warten jetzt. So, Leute, die Folge ist aber leider wieder vorbei. Deshalb wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, sagt euer Mr. Max Payne.